Ja, hallo, hier ist Heiko Behrendt und ich wollte euch gerne mal ein Update geben zu dem letzten Video, was ich am 24.08. hochgeladen habe und sich mit dem Thema befasst hatte, ist es möglich, jeden Tag an der Börse Geld zu verdienen? Wir haben aktuell den 20.09. und so fast einen Monat wieder ins Land gegangen und hier möchte ich euch mal zeigen, wie es denn aktuell bei mir ausschaut. Und ja, Überraschung ist sehr, sehr groß, denn aktuell konnte ich jeden weiteren Tag, seitdem ich das Video gedreht habe, im Gewinn beenden und bin jetzt in Summe bei 40 Gewinntagen in Folge. Auch das ist für mich nicht selbstverständlich und ich möchte euch einen weiteren Tipp vielleicht an die Hand geben, wie man es eventuell schaffen kann, dass man täglich den Tag im Gewinn beenden oder die Möglichkeit bekommt, den Tag täglich im Gewinn zu beenden. Und das kann unter Umständen funktionieren mit dem Benchmark Trading. Ihr seht hier mit blau markiert die Benchmark und ihr seht meinen Account, der aktuell über der Benchmark liegt, die ich mir dort auferlegt habe. Und das zeigt einfach, dass es für mich sehr hilfreich ist, das als Orientierung zu haben. Und ich möchte im Folgenden darauf noch ein bisschen näher eingehen. Wer nicht unbedingt jetzt Interesse hat an so einem Benchmark-Trading, aber wer gerne wissen möchte, wie mein Trading so läuft oder auch in Zukunft gerne wissen möchte, wie mein Trading so läuft, den empfehle ich es durchaus mal, auf die Seite von Guidance zu gehen. Das ist eine Unterseite von Gottmode Trader. Also sucht einfach auf Guidance nach Heiko Behrendt und dann kommt ihr zu einem Stream. In diesem Stream tue ich meine ganzen Trades, die ich in dem aktuellen Account mache, veröffentlichen und man kann dann entsprechend diese kostenfrei auch anschauen, welche Trades ich gemacht habe. Man sieht heute hier im Dow Jones habe ich einen Verlust von 111 Euro erlitten, aber in Summe den Tag mit 284 Euro beenden können. Ja, und so sind hier viele Tage und auch andere Themen entsprechend hier aufgegliedert und man kann sich dann vieles dann anschauen, was ich da so treibe in dem Account. Also alles kostenfrei. Einfach dann unten auf Follower werten oder abonnieren gehen und schon seid ihr mit dabei und seid immer up to date. Gut. Gehen wir rüber nochmal in die Präsentation rein. Ja, Thema Benchmark Trading. Warum ist es durchaus so wichtig? Hier mal die Vorteile, die Nachteile werde ich danach erklären. Und an der Stelle sei gesagt, vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere gerade in der nächsten paar Minuten oder in der Situation wieder. Anfangs meiner Trading-Karriere habe ich ohne jegliches Ziel getradet. Das heißt, ich habe den Tag angefangen, 9 Uhr, ganz klassisch und gehandelt, paar Gewinntrades, paar Verlusttrades. So. Gegen 11 Uhr lag der Account dann bei plus 200 Euro. Die Höhe spielt hier mal gar keine Rolle, geht nur um das Verständnis dafür zu bekommen, wie es oftmals läuft. Jetzt konnte ich nun oder war ich gar nicht bereit, um 11 Uhr schon Feierabend zu machen. Ja, und habe dann weiter getradet. Gegen 16 Uhr als Beispiel stand der Account dann bei nur noch 100 Euro. Und an der Stelle, ja, nach 8 Stunden oder nach 7 Stunden Arbeit den Account jetzt mit nur 100 Euro zu schließen, war mir dann auch zu wenig. Also tradet man weiter, macht ein paar Gewinntrades und plötzlich kommen noch ein paar Verlusttrades. Und kurz bevor man die Nulllinie wieder erreicht, ja, tradet man dann auf einmal doch anders, wie man es gerne wollte. Und gegen 22 Uhr, nach 13 Stunden Arbeit, steht dann der Account bei minus 200 Euro. Naja, auch nicht gerade sinnvoll. Ja, eigentlich am Weg vorbei, denn eigentlich wollte ich ja auch mit meinem Trading ein ganz anderes Ziel erreichen. Das heißt, ich wollte gar nicht mehr so lange arbeiten. Jetzt musste ich aber hier auch erkennen bei solchen Phasen, dass ich dann gerne mal 13 Stunden am Rechner saß, vielleicht noch eine Stunde Mittagspause abgezogen. Das heißt, 12 Stunden Trading, hunderte von Trades gemacht, aber am Ende doch nichts verdient. Und da war das Thema, das Tagesziel, sich ein Tagesziel zu definieren, für mich sehr, sehr hilfreich und auch an dem Tagesziel ganz wichtig, als nächstes dann den Tag zu beenden. Denn viele, viele Trader wollen zwar über das Trading finanziell unabhängig werden und auch frei sein und nicht mehr so lange arbeiten, aber sie vergessen es. Also ich kenne ganz, ganz viele Trader, die ja, so wie gerade beschrieben, dann am Nachmittag sehr oft ihren ganzen Gewinn wieder verdatteln und damit gar nicht in den Genuss kommen, dass sie die Freiheit, die sie durch das Trading eigentlich erlangen, genießen können. Ja, und da hilft auch dieses Trading-Ziel, dass man entsprechend einfach, wenn man seinen Tag denn sein Ziel erreicht hat, den Tag beendet
Und der ganz große Vorteil für mich ist, wenn ich den Tag beendet habe, mich aus dem Markt raushalte, gehe ich keine weiteren Risiken mehr rein. Und diese weiteren Risiken, die man sonst noch eingehen würde, führen in Summe vielleicht dazu, dass man am Ende nicht mehr Geld hat, was viele ja hoffen, dass man den Gewinn immer weiter ausbaut, 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 sondern am Ende vielleicht anstatt sogar noch drauflegt und 13 Stunden für die Katz sind. Ein weiterer Vorteil ist, wenn ich am Ziel, also an einem Tagesziel, als Beispiel bei plus 200 Euro oder 500 Euro, 1000 Euro, je nachdem, was man sich dort für eine Messlatte legt, erreicht habe, finde ich, dass es kopftechnisch absolut von Vorteil ist, denn wenn man seinen Tag, wenn man sein Ziel erreicht hat und man beendet den Tag, ja, gibt ja diesen Spruch, man soll die Party verlassen, wenn sie am schönsten ist, bedeutet, man ist erstens mal gut gelaunt, man weiß, man hat auf alle Fälle Geld verdient. Man ist zudem meistens sehr motiviert und man bekommt mit zunehmender Anzahl von Gewinntagen ein sehr hohes Selbstvertrauen. Das heißt, man glaubt mehr an sein eigenes Trading, wie dass man wie wenn man den Tag mit 200 Euro im Plus war und aber am Ende des Tages bei minus 200 Euro oder was auch immer steht, das heißt auf alle Fälle im Minus steht, dann vertraut man seinem Trading einfach nicht. Und viel schöner ist es einfach, den Tag hier zu beenden bei plus 200 Euro und am nächsten Tag dann dort weiterzumachen, ja, vielleicht wieder 200 Euro zu verdienen und so weiter und so fort, was am Ende dazu führt, dass dann die Performance-Kurve vielleicht genauso aussieht bei euch in Zukunft wie hier in diesem Bild, wo ich auch einfach sage, ich habe ein gewisses Ziel erreicht und danach beende ich dann den Tag. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare mal unten reinschreiben, wie ihr das Ganze handhabt, ob ihr sowas vom Vorteil findet oder vielleicht ist es auch für euch nachteilig, dann schreibt es einfach rein. Denn es gibt durchaus auch Nachteile bei der ganzen Geschichte, denn es kann durchaus passieren, dass man sein volles Potenzial nicht ausnutzt. Für Trader, die auch längerfristig investiert sind, verpassen eventuell super Trading-Chancen, weil sie nicht mehr am Markt dabei sind. Im kurzfristigen Trading schützt aber durchaus, ja, dass zu viele traden vor Overtrading. Und aber wenn man weiterhin gute Trades machen würde nach seiner Strategien oder Strategien, dann kann es durchaus sein, dass man halt sein Potenzial nicht ausschöpft. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie man sein Tag, also wie man sein Ziel definiert. Man kann ja auch so machen, dass man sagt, okay, ich habe plus 200 Euro verdient. Solange ich keinen Verlusttrade mache, trade ich weiter. Der nächste Trade kommt, nochmal 50 Euro, nochmal 100 Euro. Ja, und am Ende des Tages, der kommt der erste Verlusttrade und man beendet den Tag von mir aus mit plus 300 Euro oder was auch immer. Ja, und beendet dann den Tag. Bei mir war es heute so, ich war 400 Euro vorne, bin von plus 400 ganz grob abgerutscht auf plus 280. Dann habe ich gesagt, okay, noch einen Trade, noch ein Risiko gehe ich nicht ein. Ich nehme die 280 mit, damit ich zumindest mein Minimumziel erreicht habe und mindestens die Benchmark erreicht habe. Hätte ich das Ziel nicht, dann würde ich einfach weiter traden. Klar, die Hoffnung, dass ich am Abend über 400 liege, ist gegeben, aber es kann genauso auch passieren, dass ich am Abend dann bei plus minus 0 liege. Und dann sind wir genau wieder bei dem gleichen Thema, wenn ich keine Benchmark habe. Ja, viele oder den ein oder anderen Trader, nicht viele, das ist übertrieben, aber ich empfehle das immer, sich mal damit zu befassen mit dem Benchmark-Trading. Aber es gab schon auch einige Trader in meinen Coachings, für die war dieses Benchmark-Trading eher, sie empfanden es als Druck. Also es sollte schon so sein, dass es kein Druck ist. Ich sehe es eher als sportliche Herausforderung, eher als Motivation sehe ich das Ganze. Und nicht empfinde es nicht als Druck. Also das heißt, wenn ihr das als Druck empfindet, dann kann es durchaus passieren, dass ihr im Folgenden dann zu hohe Risiken eingeht. Das heißt, das ist eure Benchmark und ihr seid unter der Benchmark. Und dadurch, dass ihr nicht das Ziel erreicht, kann es durchaus passieren, vielleicht noch ein paar Verlusttage habt, dass der Abstand zur Benchmark immer größer wird, was unbewusst dazu führt, dass man ja unbedingt, man möchte ja kein schlechter Trader sein und man, dass die Benchmark einen Druck ausübt und ihr vielleicht mit zu hohen Risiken handelt. Und anstatt dass der Markt, dass ihr das ranholt an die Benchmark, kann es halt auch sein, dass es einen ganz bösen Absturz gibt. Also da überprüft bitte euer eigenes Trading, ob das für euch passend ist oder nicht. Wenn euch das Benchmark-Trading interessiert, dann gibt es durchaus auch gewisse Sachen zu beachten, wie die ich hier im Folgenden gerne nochmal erläutern möchte. Also, was ist beim Benchmark-Trading zu beachten?
Ganz wichtig ist, dass das Ziel, dass die Latte einfach nicht zu hoch hängt. Ja, man sollte unter normalen Bedingungen ein gewisses Ziel auch erreichen. Also es bringt nichts, wenn ihr schreibt, euch eine Benchmark setzt von 1000 Euro pro Tag und ihr habt es noch nie geschafft, in eurem Leben mal 1000 Euro am Tag zu verdienen, dann bringt natürlich diese Benchmark nichts. Ja, und sie wird wahrscheinlich eher, wie ich es gerade schon gesagt hatte, wirkt sie eher demotivierend. Ja, also das heißt, ihr braucht an euer Account angepasst ein gewisses Ziel, damit ihr entsprechend auch seht, ob ihr das überhaupt erreichen könnt. Denn zu jedem Ziel, klar, je höher ich meine Benchmark lege, desto mehr Risiken muss ich in den Account eingehen, damit ich entsprechend das auch das Ziel überhaupt erreichen kann. Wenn ihr merkt, dass ihr sehr gut oder dauernd über eurer Benchmark liegt, dann wäre es auch gut, wenn ihr diese Benchmark halt anpasst. Also das heißt, mal als Beispiel, ihr fangt jetzt einmal ganz klein an und sagt, okay, meine Benchmark von mir aus sind 50 Euro am Tag, kommt bei 20 Handelstagen plus 1000 Euro raus. So, jetzt macht ihr aber die ganzen nächsten 3 Monate, seid ihr deutlich über der Benchmark, dann könnt ihr die Latte auch ein bisschen höher legen, denn euer Account hat sich ja auch entsprechend dann oder ist entsprechend gut gelaufen. Ja, also da entsprechend die Benchmark anpassen. Genau das andere, ihr stellt euch vor, das zeige ich jetzt nochmal gleich im nächsten Punkt. Ja, die andere Seite ist die, dass sehr oft auch Trader zu mir kommen, sagen, hier Heiko, ich möchte gerne so und so, so viel verdienen und dann schaue ich mir deren Trades so ein bisschen an und den Account an und dann stelle ich halt fest, dass Realität und der Wunsch, was man gerne erreichen möchte, sehr weit auseinanderklaffen. Das heißt, sie wünschen sich von mir aus, dass man 10.000 Euro im Monat verdient. So, und dann sage ich, okay, das sind pro Tag sind das entsprechend 500 Euro bei 20 Handelstagen, die musst du erreichen. Und dann sieht man aber, dass derjenige hier vielleicht nur ja, am Tag vielleicht 100 Euro schafft und ganz weit weg ist von diesem Ziel. Da heißt es auch dann zu sagen, gut, also die Benchmark muss ich erstmal nicht auf 10.000 Euro legen, sondern vielleicht auf 1.000 Euro und dann können wir mal weiterschauen, ob dann, dass du dann erstmal die Ziele erreichst und das kann man ja als langfristiges Ziel nehmen, was man dann erreichen möchte. Und wenn das dann so, ja, was man erreichen möchte, ja, Punkt. Ja, also darüber sieht man oder gibt eigentlich die Benchmark immer einen guten Aufschluss, A, wie gut man halt ist, wie schlecht man natürlich auch ist und wenn man einfach merkt, dass man die Benchmark nicht mehr schlägt, dann muss man auch in sich gehen und auch anfangen, dann mal seinen Trading-Stil zu untersuchen, seine Trades zu untersuchen, zu schauen, warum ist das so? Also das heißt, es ist ein sehr gutes Alarmsignal, wenn man konstant unter seinem Ziel ist, ja. Und wenn ich ein gewisses Einkommen erreichen möchte mit Trading, dann sollte ich sowieso ja immer wissen, was ist gut in meinem Trading und was ist nicht so gut. Ja, das soweit zum Thema Benchmark-Trading von meiner Seite. Also probiert es doch einfach mal aus oder schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Ja, und weitere Kontaktmöglichkeiten, wo findet ihr mich noch? Also entweder in meinem Premium-Service oder hier ist die Adresse nochmal von Guidance, wo ich ja, kostenfrei mein Trading zur Verfügung stelle. Genauso bin ich aber auch auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube mit meinem Channel. Oder auf meiner Homepage, dort entsprechend gibt es ein Kontaktformular, wo ihr auch mir entsprechend schreiben könnt, falls ihr auch Fragen habt. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Freue mich über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Video, euer Heiko Behrendt.